Herzlich willkommen, Gerald Hüther, hier bei Chronisch Ehrlich. Ich freue mich so, dass es endlich mit dem Interview geklappt hat. Ja, ich freue mich auch. Und chronisch ehrlich finde ich echt gut. Täte uns allen gut, wenn wir alle ein bisschen chronisch ehrlich wären. Ja, dieser chronische Ehrlichkeit ist natürlich eine chronische Erkrankung vorgegangen und das schult einem sehr. Auch gedankentechnisch, auch hirntechnisch, wie man dann später mit Problemen und Herausforderungen umgeht. Und ich denke, dass wir hier ein tolles Gespräch darüber führen werden dürfen. Sie sind nämlich ein führender Gehirnforscher. Ich würde mal behaupten, der bekannteste aus Deutschland. Und Sie haben schon einige Bücher geschrieben. Und was mich an Ihrer Arbeit sehr begeistert, ist einfach, dass sie nochmal ums Eck denken, also immer noch in die Praxis reingehen. Und was bedeutet das dann wirklich im Alltag und wie gehen wir mit Herausforderungen um? Und deswegen freue ich mich so schon seit Monaten. Das letzte Interview hat nicht geklappt, weil mein Internet nicht da war. Deswegen bin ich umso froher, umso glücklicher, dass es jetzt geklappt hat. Ja, gerne. Und ich begrüße auch alle, die uns da jetzt irgendwann mal zuschauen. Ja, so schön. Ja, wie ich schon eingehend erklärt habe, ist diese ganze Arbeit hier und die Plattform entstanden aus einer chronischen Krankheit heraus und dem Wunsch, in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, okay, im Außen wird mir gesagt, also in meinem Fall, das ist unheilbar. Sie müssen lernen, damit zu leben. Sie sind nun mal Schmerzpatientin. Sie haben nun mal ein Reizdarmsyndrom. Sie haben nun einfach das chronische Erschöpfungssyndrom. Damit müssen Sie leben. Und aus diesem Impuls heraus hat sich bei mir Nein formuliert. Und ich habe gesagt, nein, so stelle ich mir mein Leben nicht vor. Und ich habe ganz neue Gedankengänge angefangen zu denken. Und zwar, was wäre, wenn? Was wäre, wenn ich doch gesund bin und so weiter und so fort. Das hat mich in die Meditation geführt, wo ich intensiv, also wirklich todkrank im Bett und ich konnte nicht aufstehen. Ich war oft im abgedunkelten Zimmer, weil ich auch unter einer Lichtempfindlichkeit litt und eben sehr starke Schmerzen überall in meinem Körper hatte, habe ich trainiert, in der Meditation mir vorzustellen, wie es sich anfühlt, wenn ich gesund bin, wenn ich mit meinen Kindern wieder spiele, wenn ich meinen Beruf wieder ausübe und in diesem Prozess natürlich die allerschönsten Glückshormone ausgeschüttet. Und mein Körper hat nicht unterscheiden können, ist die Priscilla jetzt wirklich krank oder wirklich gesund? Weil in dem Moment war ich ja gesund und schmerzfrei. Das hat mir den Weg geebnet, wirklich die Stärke zu finden, auf diesen Selbstheilungsweg zu gehen. Und das ist natürlich spannend, was bei Ihnen so hochploppt, wenn Sie so eine Geschichte hören, was von Ihrer Erfahrung, all Ihren Forschungen, was wissen Sie? Ja, das ist schon eine schöne Geschichte, die Sie da erzählen. Da gibt es sicher auch ganz viele. Da gibt es auch welche, die nicht funktioniert haben. Das muss man auch gleich von Anfang an dazu sagen. Und was da im Hirn passiert, finde ich deshalb so spannend, weil ich als Hirnforscher eben auch irgendwann mal vor 20 Jahren angefangen habe zu begreifen, dass an dem Hirn, was ich da die ganze Zeit untersuche, eben unten noch ein Körper dran hängt. Und dass die sich beide gegenseitig beeinflussen. Und natürlich signalisiert der Körper, wenn da irgendwas nicht stimmt, nach oben, dass da irgendwas geändert werden muss. Und normalerweise reagiert man darauf, Schmerz ist ja eigentlich ein gutes Signal. Also gut, dass es den Schmerz gibt, sonst wüssten wir gar nicht, wo es wehtut und könnten nichts unternehmen, um das abzustellen. Aber manchmal kommt es eben auch zu solchen Signalübertragungsprozessen, die dann etwas signalisieren, was in dieser Weise jetzt vielleicht nicht unbedingt da unten abzustellen ist. Und dann hat man sozusagen das Schmerzproblem auch ein bisschen im eigenen Kopf. Und und wenn einem dann keiner hilft, dann helfen meistens nur noch Tabletten und die sind ja auch nicht immer das Günstigste, vor allen Dingen, wenn es dann auf lange Zeit so nur noch mit Schmerztabletten auszuhalten ist. Und was Spannendes ist es, dass wir Menschen in der Lage sind, ein Ereignis
nicht nur zu erleben, also wenn jetzt ihre Kinder reinkommen und sie in den Arm nehmen und so, dann ist das natürlich auch eine tolle Geschichte. Aber wenn sie es dann ein bisschen gelernt haben, dann können sie sich das auch so intensiv vorstellen, dass Kinder reinkommen und sie in den Arm nehmen, dass ihr Hirn das glaubt. Also das hört sich jetzt total blöd an, aber dass da oben im Hirn die gleichen Netzwerke aktiviert werden, als ob die Kinder wirklich da wären. Das haben sie jetzt mit ihrer eigenen Vorstellungskraft gemacht. Das ist Wahnsinn, dann kann man richtig messen, dass da bestimmte Botenstoffe ausgeschüttet werden, bestimmte Bereiche im Hirn aktiviert werden. Das sieht alles ungefähr so aus, wie wenn die Kinder wirklich da wären. Aber diese Botenstoffe haben ja eine Wirkung auf das Hirn. Das heißt, sie erleben da einen Zustand, wo das alles wieder passt, wo das kohärenter wird, wo sie auch das Gefühl haben, dass sie da etwas hingekriegt haben, was sie sich selbst gar nicht zugetraut haben. Das ist dann übrigens der Augenblick, wo diese Botenstoffe erst ausgeschüttet werden. Und das führt dann dazu, dass auch im Gehirn diejenigen Bereiche, die bisher immer unter Anspannung waren und die sozusagen sich nicht richtig so, die nicht richtig so arbeiten konnten, wie sie das eigentlich gerne tun würden, weil sie dauernd von oben durcheinander gebracht worden sind, durch die Angst und durch diesen Schmerz und die ständige Beschäftigung mit den Folgen und Erwartungen und keine Ahnung, was noch alles. Also da kommt so von oben her durch diese Beschäftigung eine Unruhe, die breitet sich immer mehr aus und erreicht am Ende auch die Bereiche im Hirn, die für die körperliche Regulation zuständig sind. Und dann kommen die auch noch durcheinander und dann ist klar, dann wissen die auch nicht mehr, was sie machen, sondern dann machen die das, was sie eben machen, dann spürt man das im Körper, dass da irgendwas durcheinander kommt. Das hat jetzt mit den chronischen Prozessen nichts zu tun, das geht ja immer so. Und dann können Sie sich aber auch einfach nur vorstellen, dass sowas Tolles passiert ist. Dann merken Sie das auch im ganzen Körper. Und dann kriegen Sie auch dieses Kribbeln und die Schmetterlinge im Bauch und also so eine wunderbaren Körperzustände, für die wir gar nicht so sehr viele Namen haben. Das heißt, die Vorstellung wird genauso in den Körper übertragen wie das reale Ereignis. Da gibt es eine wunderbare Studie, die macht das nochmal auf die umgekehrte Weise deutlich. Wir Menschen haben eine große Angst davor, allein gelassen zu werden, ausgeschlossen zu werden, nicht zeigen zu können, was wir drauf haben, weil das unsere beiden Grundbedürfnisse nach einerseits Verbundenheit und andererseits nach Autonomie und Freiheit verletzt. Und jetzt kann man Männer, das heißt, bezeichnenderweise ist das sogar mit Männern gemacht worden, die kann man jetzt in so einen Computertomographen legen, ihnen so eine Brille aufsetzen und dann dürfen die zugucken, wie sie in einer Mannschaft, Baseball oder nee, also irgendwie Volleyball oder irgend sowas, wie sie in einer Mannschaft mitspielen. Sie kriegen dann selbst ihr eigenes Ego sozusagen als grünes Männlein da vorgeführt. Und dann wird das Programm so geändert, dass die anderen Mitspieler den nicht mehr anspielen. Und dann stehen die immer da, wollen mitmachen und geht nicht, ja, kriegen keinen Ball mehr. Und dann scannt man das Hirn. Und dann sieht man, dann sind die gleichen Bereiche aktiv, die auch dann aktiv sind, wenn man körperliche Schmerzen hat. Das zeigt uns zweierlei. Einmal, dass seelische Schmerzen, die durch nicht gestillte, lebendige Grundbedürfnisse zustande kommen, genauso im Hirn verarbeitet werden wie körperliche Schmerzen. Und seelische Schmerzen fügen einem normalerweise immer andere Menschen zu, indem sie einen ausschließen oder zum Objekt machen. Und zweitens zeigt es, dass allein die bloße Vorstellung, dass es passiert, völlig ausreicht, um dieses ganze Geschehen auszulösen. Denen war auch hinterher halb schlecht, die hatten auch weiche Knie, die hatten auch Schweißausbruch und Herzrasen. Das heißt, es ist dann auf der gesamten körperlichen Ebene spürbar und messbar, obwohl es sich eigentlich um eine Illusion handelt. Also man hat sich ja nur ausgedacht. Oder es ist mit diesen Videobrillen ins Hirn rein übertragen worden und dann hat das Hirn daraus etwas gemacht. Aber Realität war das ja gar nicht. Der hätte ja auch in dem Scanner sich sagen können, macht mir nichts, ist ja nur ein Filmchen. Nee, aber man wird dann eben reingezogen und lässt sich reinziehen. Und das ist ähnlich mit Ihrer Meditation. Sie können eine Meditation betreiben wie eine Technik,
wo sie aber eigentlich nicht richtig reingezogen werden. Und dann sitzen sie wie die Männer in dem Scanner und lassen sich gar nicht auf das Bild ein. Dann passiert auch nichts. Oder aber sie können meditieren und es wirklich in sich aufnehmen und darin in diesen meditativen Vorgang verschmelzen. Also, und dann passiert es. Sonst passiert es nicht. Deshalb ist Meditation überhaupt nicht gleich Meditation. Und deshalb sagen auch die Meditationslehrer, dass man das nicht so auf Anhieb kann. Möglicherweise können es ein paar Leute auf Anhieb, aber die meisten müssen echt erstmal lernen, wie sie in diesen anderen Zustand kommen und wie sie sich auch darauf einlassen, diesen anderen Zustand überhaupt zuzulassen. Der ist ja ein Zustand, wo man dann auch die Kontrolle abgibt. Dann lässt man es geschehen. So loslassen ist die hohe Kunst. Toll, dass Sie das hingekriegt haben, finde ich großartig. Sie sehen auch ganz lebendig und schmerzfrei aus, wie Sie da jetzt sitzen. Also ist ein schönes Beispiel dafür, dass es prinzipiell geht, aber Ja. es geht eben nicht immer. Ja, und es ist auch nicht bei der Meditation geblieben. Ich finde es ganz spannend, wie Sie auch das Wort Illusion benutzt haben. Also es war ein Zustand, wo ich wusste, in einer Illusion kann ich tatsächlich die richtigen Botenstoffe aussenden, damit mein Körper wieder lernt, wie es sich anfühlt, gesund und schmerzfrei zu sein. Weil ich zu diesem Zeitpunkt schon in so einer Endlosschleife war, ist es ja auch, als hätte mein Hirn nur noch das gelernt und das wäre darauf programmiert, aufzustehen und Schmerzen zu haben, aufzustehen und Dinge nicht tun zu können, aufzustehen und enttäuscht von sich selber zu sein und all die Sachen. Und das an sich war aber nur ein Zustand. Das hat jetzt mich nicht geheilt, sondern es hat mir gelernt, dass Heilung möglich ist. Und zwar durch meine eigene Vorstellungskraft. Danach kamen noch unglaublich anstrengende Schritte, wo ich selber mich immer wieder überwinden durfte und sagte, okay, ich gehe wieder einen ganz neuen Weg. Das sind ganz neue Informationen für mein Hirn. Zum Beispiel habe ich eine radikale Ernährungsumstellung gemacht, viele Nahrungsergänzungsmittel auch genommen, also auch geschaut, dass mein Körper wieder sich selbst aufbauen kann und schlussendlich dann auch eine Traumatherapie, um festzustellen, dass doch mein Körper, Geist und Seele eigentlich in einem Trauma gefangen war, aus meiner Kindheit, wo ich das auch lernen durfte mit EMDR, also auch mit diesen Hirnhälftenverbindungen. Da zurückzureisen und zu schauen und aufzulösen. Aber es war wirklich einfach der erste Impuls oder meine erste Berührung mit Gehirnarbeit, sage ich mal, was diese Meditation mir beigebracht hatte. Ja, wir wollen mal gemeinsam etwas versuchen, was ich Ja. für ein kleines bisschen hilfreich halte, nämlich, dass wir einfach mal diese Vorstellung loslassen, dass das irgendwelche Botenstoffe sind im Hirn, die das machen. Okay. Botenstoffe im Hirn ist die Art Sprache, die die Nervenzellen benutzen, um sich gegenseitig was mitzuteilen. Und indem wir so sehr immer auf diese Botenstoffe klotzen, glauben wir, dass wenn wir diese Botenstoffe, die Ausschüttung dieser Botenstoffe verändern, dass dann im Hirn was anders wird. Das würde heißen, als ob ich jemandem sage, du musst jetzt ein bisschen lauter oder prononcierter oder langsamer oder schneller oder was weiß ich was reden. Das ist aber nicht das, worauf es ankommt. Das ist wichtig ist, was der redet. So, und da arbeiten wir auf einer Ebene, nennen wir es mal, wo die technische Umsetzung stattfindet über Botenstoffe, aber der Inhalt, worum es geht, das kriegen wir dabei nicht mit. Und deshalb bin ich immer sehr dafür, dass wir nicht über Botenstoffe reden, sondern darüber, dass Nervenzellen miteinander in Beziehung stehen, und zwar sehr, sehr viele da oben. Und dass die normalerweise immer eine Art von Beziehung miteinander anstreben, wo alles so gut zusammenpasst, dass möglichst wenig Energie verbraucht wird. Das ist fast auch wie in der Familie oder in Unternehmen oder was auch immer. Da versucht man ja auch, das Zusammenwirken der Einzelnen so zu gestalten, dass nicht unsinnig viel Energie dabei drauf geht. Konfliktbewältigung, was man da so alles lernt.
damit das alles eben besser zusammenpasst. Und darum geht es. Und dieser Zustand, in dem es nicht passt, der heißt Inkohärenz. Da ist es sozusagen durcheinander. Und das spüren wir sofort im ganzen Körper, wenn so eine Inkohärenz auftritt. Das ist ja immer dann, wenn irgendwas passiert, was nicht zu unseren Erwartungen passt. Also plötzlich haben Sie da so ein gesundheitliches Problem. Sie regen sich drüber auf. Das gibt ein ziemliches Durcheinander im Hirn. Und manchmal kann man dann gar nicht mehr richtig klar denken, weil die Bereiche, mit denen man Handlungen plant, Folgen abschätzt und, die sind dann ja auch durcheinander. Und dann rutscht das immer weiter runter und verbraucht einen Haufen Energie, bis es dann auf dieser Ebene ankommt, wo auch noch der ganze Körper in so einen Zustand versetzt wird, wo auch nochmal ein Haufen Energie weggeht. Und das ist lebensgefährlich. Und das gefährdet die Integrität des Hirns. Und deshalb versucht das Hirn von sich aus, also das ist jetzt wirklich so wie jedes andere lebende System, auch wie jede Familie und der ganze Organismus oder auch ein Ameisenhaufen und ein Ameisenstaat, die versuchen immer von sich aus eine Struktur zu finden und eine Art des Zusammenwirkens zu finden, die so ist, dass es möglichst kohärent ist, also möglichst wenig Energie verbraucht. So. Und was Sie jetzt machen mit so einer Meditation oder wenn Sie also irgendwas machen, was Ihnen hilft, dann wird ja ein inkohärenter Zustand, wo es durcheinander geht in den Beziehungen da oben, in einen kohärenteren Zustand überführt, wo es besser zusammenpasst und weniger Energie verbraucht. Und da kann man sich das so vorstellen, dass die nun frei gewordene Energie, die spürt man dann auch richtig. Das ist immer, wow, jetzt habe ich es endlich. Ja? So. Diese frei gewordene Energie wird im Hirn auch benutzt, um diese sogenannten emotionalen Zentren zu aktivieren, die Hirnforscher aus dem vorigen Jahrhundert Belohnungszentrum genannt haben. Und da werden dann diese ganzen Botenstoffe freigesetzt. Das alles dient aber im Wesentlichen nur dem Zweck, dass die Vernetzungen, die sie aktiviert haben, um das Problem zu lösen, was sie hatten, dass die gestärkt und gefestigt werden. Das heißt, diese Botenstoffe, die da freigesetzt werden, wirken dann wie so eine Art Dünger, damit die Nervenzellen, die da involviert waren und wo deren Beziehungen dazu beigetragen haben, dass sie ein Problem gelöst haben und einen inkohärenten in einen kohärenteren Zustand verwandelt haben, dass die gestärkt und gefestigt werden. Also richtig konkret, die machen nochmal Fortsätze, die machen neue Kontakte, bestehende Kontakte werden fester. Und so kann man sich vorstellen, entstehen im Hirn sozusagen aus kleinen Nervenverknüpfungen, dann so allmählich Wege und dann Straßen und wenn man Pech hat, auch mal Autobahnen. Wenn man gar zu erfolgreich immer wieder mit derselben Lösung umherrast. Was sich aber damit erklärt, ist etwas ganz Fantastisches, nämlich, dass sich das Gehirn nicht die Probleme merkt und in Form von Strukturen verankert, sondern die Lösung. So, und jetzt wird es spannend. Und jetzt kommen wir zu Ihrem Trauma. Weil das, was wir als posttraumatische Stresserkrankung unter PTSD und so bezeichnen, also diese Symptomatik, mit der dann ein Mensch oftmals das ganze Leben rumläuft, das ist nicht ausgelöst durch das ist nicht das Trauma, sondern es ist die Lösung, die diese betreffende Person für dieses furchtbare Ereignis gefunden hat, und zwar oftmals zu einem Zeitpunkt, wo es noch gar keine andere Lösung gab. Als Kind zum Beispiel. Ja, und wenn das Trauma sehr früh erfolgt, zu einer Phase, wo man das gedanklich noch gar nicht durchdringen hat und man auch noch gar nicht die sprachlichen Fähigkeiten hat, das auszudrücken, dann wird dieses Trauma im Körper verankert. So, und dann haben Sie das. Dann haben Sie dieses Trauma, dann wird das im Körper verankert. Das ist sozusagen die Lösung des Körpers für das Problem, was da Sie traumatisch so schwer belastet. Und das geht nun auch nicht von alleine wieder weg. Also auch wenn man so einen anderen traumatischen Lösungsversuch sich anschaut, der heißt ja oftmals Abspaltung und Verdrängung. Ja? Ich war es nicht und ist mir nicht passiert. Ich mache da eine Decke drüber, dass ich es nicht mehr spüre. Das ist ja auch eine Lösung und mit der läuft man dann das ganze Leben lang rum. Und jetzt wird plötzlich klar, das kann man von so einer Person gar nicht verlangen, dass die diese Decke jetzt wegzieht und das Zeug da wieder hochkommen lässt, sondern die wird das ist Teil ihrer Persönlichkeit geworden, dass sie, wenn sie beispielsweise sexuell missbraucht worden ist als junge Frau von einem Mann, da wird die wahrscheinlich nie wieder einen Mann an sich ranlassen. Das kann durchaus passieren, das ist eine Lösung.
Aber es ist schade, weil das macht ja auch Spaß mit dem Sex. Also sie hat sozusagen eine furchtbare Erfahrung gemacht und dafür eine Lösung gefunden. Die ist als Lösung im Hirn verankert und gefestigt worden. Und jedes Mal, wenn sie wieder so einen furchtbaren Mann sieht, wo sie auch im Kino oder so nur ahnt, dass das wieder so einer ist, der in diese Tendenz passt, dann wird das noch verstärkt. Wie gut, dass ich mich so abgrenze von diesen Männern. So, da kann man ein richtiger Männerhasser werden, wenn das also über lange Zeit geht. Und dann hat man eine Autobahn im Kopf. Und jetzt haben wir zwar ein blödes Beispiel, aber das macht auch deutlich, immerhin schon so komisch, wie es ist, macht es schon deutlich, dass so eine Lösung, wenn die dann zu so einer Autobahn geworden ist, dann auch sehr hinderlich sein kann. Und wir können ja mal eine einfachere Lösung uns anschauen. Das ist meinetwegen, wenn ich ein Problem mit meinem Partner oder mit meinem Chef habe, kann es nicht, finde keine richtige gute Lösung, kein Gespräch ist möglich, nichts läuft, dann kann ich natürlich zu Hause eine halbe Flasche Schnaps austrinken. Dann ist das Hirn zufrieden. Es ist kohärent. Ich weiß gar nicht mehr, dass ich einen Partner habe. Der Chef ist mir auch egal. So, das heißt, für das Hirn ist das auch okay. Und jetzt werden die dafür, für diese Lösung aktivierten Verschaltungen im Hirn gestärkt. Und das nächste Mal muss ich nur noch an meine Partnerin oder meinen Chef denken und dann greife ich automatisch zur Schnapsflasche und dann wird der Alkoholismus draus. Und an dem Beispiel wird dann deutlich, weshalb ich dieses Gebiet, was da immer aktiviert wird, nicht gerne Belohnungszentrum nenne. Ja, genau. Sondern es geht nicht immer nur, das wird zwar belohnt und das ist in der Situation auch eine richtige Lösung. Es ist auch für den, der da zu der Flasche greift, die einzige Lösung, die er im Moment hat. Aber das, und dafür wird er auch belohnt, aber am Ende stellt sich diese Belohnung als eine ganz fatale Warnung heraus, die dann auch noch in so ein Leben führt, wo man möglicherweise von dieser einmal gefundenen Lösung gar nicht wieder runterkommt. Das heißt, Autobahn, ne? Dann ist man unterwegs und verpasst alle Abfahrten. Ja, mega spannend. Also eine Lösung, die einem in einer sehr schrecklichen Situation eigentlich das Leben gerettet hat und einem lebensfähig hat machen lassen, weil zum Teil sind Situationen einfach so schlimm, man würde am liebsten einfach sterben. Und um das nicht zu machen, hat man eine Lösung. Also bei mir war die Lösung, ich bin immer glücklich drauf, ich schaue, dass es allen anderen gut geht und ich mache ganz viele Projekte. Weil wenn ich arbeite und Projekte mache, dann bekomme ich erstens Anerkennung, also unsere Gesellschaft ist so aufgebaut. Wenn man erfolgreich ist, bekommt man Anerkennung. Das heißt, man sollte einfach fleißig sein, viel arbeiten und dabei immer lächeln und gute Witze auf Lager haben. Dann passt das schon. Bis der Körper sagt, das passt überhaupt nicht. Also, dass die Autobahn im Kopf und das, was der Körper ausgleichen muss, dieser emotionale Stress, was ja auch bei mir bedeutet hat, dass ich einfach konstant Adrenalin ausgeschüttet habe, um mein Energielevel hochzuhalten, ist ja irgendwann auf organischer Ebene dann auch einfach erschöpft. So kann es auch gehen, ja. Das heißt, man hat dieses Grundbedürfnis nach Verbundenheit und kriegt das nur gestillt, indem man sich anstrengt und die Anerkennung anderer erwirbt. Das ist der typische Satz, heißt, wenn du das und das machst, habe ich dich dann richtig lieb. Ja, genau. Also so wie es jetzt ist, reicht es noch nicht, aber man muss sich noch ein bisschen anstrengen und Leistung bringen oder die Erwartungen erfüllen und dann ist es so. Und das geht ja dann, das zieht sich vom Elternhaus ja dann fort, über den Kindergarten und dann in die Schule. Da wird es dann ganz furchtbar. Dann bleibt man sitzen, wenn man die Leistungsanforderungen nicht erfüllt. Also da muss man sich schon selbst sehr vergewaltigen. Ich nenne das immer mal, da muss man seine eigenen lebendigen Bedürfnisse nach eigenen Gestaltungsmöglichkeiten, nach Autonomie, die muss man richtig unterdrücken. Das heißt, das ist dann die Lösung. Ich darf nicht so machen, wie ich mir das denke, sondern muss es so machen, wie andere mir das sagen. Wie soll ich das lösen, wenn ich nicht, ich kann die anderen nicht verändern. Also bin ich jetzt das arme Schwein und das Einzige, was ich machen kann, ist, kann mein Bedürfnis unterdrücken, überhaupt was gestalten zu wollen. Ah, wunderbar. Da wachsen, und das ist eine Lösung. Ein inkohärenter Zustand. Eben wollte ich noch selber machen, wie ich mir es gedacht habe, aber jetzt habe ich schon das dritte Mal einen auf den Deckel gekriegt.
und jetzt unterdrücke ich das Bedürfnis, es so machen zu wollen, wie ich es will, mache so, wie der Lehrer das sagt oder wie Mama das gerne möchte. Und das, da bildet sich da oben eine Verschaltung, eine kleine Straße und dann eine Autobahn, und die hemmt dieses Zentrum, wo das eigene Gestaltungsbedürfnis rauskommt. Das hemmt die so lange, das wächst so lange zu, bis das richtig weg ist. Wie so ein Kokon eingewickelt im Hirn. Dann ist ihr eigener Gestaltungswille weg. Aber jetzt passen sie gut in die Gesellschaft, weil jetzt können sie all das machen, was die anderen ihnen sagen. Da kommt nichts, kein eigener Impuls mehr hoch und sagt, ich will es aber anders machen. Nein, die machen alles so, wie die anderen das wollen. Sie sehen denen am Ende, wenn sie richtig gut werden und die Autobahn schön dick geworden ist, können sie das sozusagen riechen und können das den anderen dann am Gesichtsausdruck ansehen, was der von ihnen erwartet. Und dann machen sie es. Und dann wird das internalisiert, und wir kennen ja sehr viele Menschen, da haben sie ja offenbar selber dazugehört, die sich dann selbst optimieren und das aus sich selbst heraus machen. Da muss gar keiner mehr kommen. Sie wollen dann sozusagen, und das ist Teil ihrer Identität, und damit vergewaltigen sie natürlich ihren gesamten Körper, weil sie gehen dann ständig über ihre Grenzen. Sie nehmen ihre eigenen lebendigen Bedürfnisse nicht mehr wahr. Die sind ja sozusagen sowieso nicht mehr zu spüren. Aber sie spüren auch die Signale aus ihrem Körper nicht mehr. Und da haben Sie dazu gesagt, das wäre das Adrenalin. Aber jetzt merken Sie, auch hier ist es wieder nicht das Adrenalin, sondern das Adrenalin ist nur der chemische Botenstoff, der diesen Prozess sozusagen dann in einer messbaren Weise in Gang setzt. Aber eigentlich ist es doch Ihre eigene Blödheit, mit der Sie sich selbst sozusagen gefangen setzen. In einer Vorstellung, nämlich sie müssten immer alles so machen, dass alle mit ihnen zufrieden sind und dass sie erst dann richtig dazugehören. Mist ist das. Da kommt man ganz schwer aus dieser Nummer raus. Und wir stecken alle mehr oder weniger da drin. Also wer uns jetzt hier zuhört und zuschaut, das ist unser aller Schicksal in dieser sonderbaren Gesellschaft, die wir jetzt die wir jetzt schon seit sehr, sehr langer Zeit haben. Und das ist dann auch nicht so ganz leicht, weil das schon über viele Generationen so läuft, da rauszukommen. Wir lernen ja von unseren Eltern immer wieder, dass die auch schon gelernt haben. Wenn ich da als kleines Kind gesagt habe, Mama, ich will nicht mehr in die Schule, dann hat die Mama gesagt, da müssen alle hin, da gehst du auch hin und hier ist dein Schulranzen, ab die Post. So. Und erst jetzt sehe ich die ersten Eltern, die, wenn das Kind nach Hause kommt, so ein feines Gespür für dieses Kind haben, dass wenn das Kind dann sagt, Mama, ich will nicht mehr in die Schule, dass die nicht sagen, da müssen alle hin, sondern die sagen, du, dann erzähl mir mal, warum. Und dann sagt das Kind, was ihm dort passiert, und dann sagt die Mama unter Umständen, gut, wir machen einen Termin mit dem Schulleiter und dann gehen wir dahin und dann erzählst du dem das. Und das ist eine völlig andere Herangehensweise. Jetzt wird das Kind in die Lage versetzt, dem Schulleiter zu erzählen, Mama sitzt hinten als Rückenstärkung, das Kind erzählt dem Schulleiter, warum es nicht mehr in die Schule möchte, und und dann erlebt sogar die Mama, dass der Schulleiter ratlos ist. Weil das macht jetzt keinen Sinn, dem Kind zu erklären, dass er einen Schulplan hat und dass es da bestimmte Maßnahmen gibt, die da durchgeführt werden müssen, weil ja, es geht um die Frage, ich möchte doch eigentlich gerne lernen und das kann ich hier nicht, weil es mir hier nicht gut geht. Und das sind richtig spannende Veränderungen, die sich im Augenblick auch bei der nachwachsenden Generation vollziehen. Dazu gehört ja auch, dass wir inzwischen eben auch anders als noch unsere Elterngeneration mit traumatisierenden Erfahrungen umgehen und dass wir auch Übergriffigkeiten bei Kindern schneller und feinfühliger erfassen. Noch nicht überall, aber doch immerhin in einer ganzen Reihe von Familien ist jetzt so eine Art Gespür dafür gewachsen, dass man das Kind nicht zum Objekt machen darf und dann einfach benutzen darf für seine eigenen Absichten und Ziele. Mama ist nicht eins als Kunstlauf super stark geworden und jetzt muss es das arme Töchterchen machen. Furchtbar. Ja, furchtbar. Es gibt ein Zitat von Dr. Gabor Maté, da sagt er, die größte Pandemie ist die vererbten Traumata in den Familien. Und dass das eigentlich grundsätzlich unsere Gesellschaft ausmacht, was wir heute auch erleben, wie wir mit Ängste umgehen oder der Frage zu sterben oder die Lösungsstrategien, die sich auch anfühlen wie eine Autobahn, gut, dann ab in die Isolation. Und
und gar nicht mehr das Individuum im Blick haben. Es kommt mir manchmal vor, als hätte da Gabor Maté sehr recht mit einer Pandemie der unaufgearbeiteten Traumata. Ja. Über Pandemien will ich nicht so gerne reden. Das ist auch ein sehr fragwürdiger Begriff. Aber dass nicht die Traumatisierung, sondern dass die Lösung, die jemand gefunden hat für etwas, was ihm zugefügt wird, dann an das Kind weitergegeben wird, das ist ja selbstverständlich. Das wäre ja unmenschlich, wenn ich eine Lösung für ein schwieriges Problem gefunden habe, zum Beispiel, dass ich mich anpassen muss an die Erwartungen der Erwachsenen, damit ich nicht ausgeschlossen werde. Das wäre ja unmenschlich, wenn ich meinem Kind das nicht raten würde, sich an die Vorstellung der Erwachsenen anzupassen und das zu machen, was die von ihm verlangen, in der Schule und später im Beruf und auf allen Ebenen. So, das heißt, jetzt wird es erst verständlich, dass da nicht die Traumata weitergegeben, sondern die Lösungen. Und die sind eben leider blöd. Aber jetzt gehen wir mal ein Jahrhundert zurück, ja, in eine Zeit, wo man dann sofort aufgehängt wurde, wenn man nicht das gemacht hat, was die Gesellschaft oder was die Herrschenden für richtig gehalten haben. Da ist es ja eigentlich richtig, dass die Eltern ihren Kindern geholfen haben, das Maul zu halten und das zu machen, was die Vorgesetzten gesagt haben. Sonst wären die ja gar nicht groß geworden. Dann hätte man denen ja so, die hätte man ja erschossen. Das heißt, jetzt merkt man, dass das auch immer von der Zeit abhängt. Und jetzt mal für alle, die uns zuhören, was ganz positiv ist, dass sich wirklich sehr vieles in einer sehr positiven Weise in den letzten 100 Jahren verändert hat. Sodass vieles, was da früher noch so ganz selbstverständlich war und von einer Generation zur nächsten fraglos und ohne dass man sich darüber bewusst war, weitergegeben worden ist. Ich erinnere noch an dieses wunderbare Buch, was die da in den 20er Jahren alle den Müttern geschenkt haben. Und dann haben die Mütter das wieder ihren Müttern geschenkt und ihren Kindern geschenkt, wenn das Mädchen waren. Und selbst bei meiner Mutter stand das noch im Regal. Ich glaube, Elke Sommer, die deutsche Mutter und ihr Kind oder ihr erstes Kind so. Und da steht dann drin, wenn das Kind brüllt, stärkt das die Lungen, stellen Sie es raus auf den Balkon, machen Sie die Tür zu. Gelobt sei, was hart macht. Das waren dann die, mit denen man dann auch den Zweiten Weltkrieg als Soldaten durchführen konnte. So, und das hat sich geändert. Da ist jetzt eine Sensibilität dafür da. Und das ist eigentlich eine ganz wunderbare Entwicklung. Sie macht aber auch deutlich, dass diese Lösungen für solche schweren Verletzungen der seelischen Grundbedürfnisse, die man als Kind erfahren hat, also dass das auch nicht so sehr zu verurteilen ist, wenn man versucht, diese Erfahrung, die man hat, die einem vielleicht das Leben gerettet hat, an die Kinder weiterzugeben. So, und das macht jetzt deutlich, warum das so schwer ist, da wieder rauszukommen. Ja, ich mache manchmal so Befragungen, das können ja die, die uns zuschauen und zuhören, immer selber mit sich machen. Die Frage heißt, jetzt sind Sie ja erwachsen und vielleicht gerade in diesem mittleren Alter, Sie haben Kinder, Sie haben noch Eltern und Beruf und Beziehung und so. Und jetzt stecken Sie da mittendrin und sagen Sie mir doch mal bitte, welches Ihrer lebendigen Bedürfnisse, das Sie einmal hatten, als Sie noch klein waren, welches Ihrer lebendigen Bedürfnisse Sie jetzt am meisten vermissen und am liebsten endlich mal stillen würden. Und dann kriege ich die Antwort, es wäre schön, wenn ich mein eigenes Leben mal wieder selbst gestalten könnte. Das heißt, die erleben sich alle wie im Hamsterrad und müssen sozusagen funktionieren. Und jetzt wird es interessant und da will ich hin. Und dann frage ich weiter und sage, können Sie sich erinnern, wann das passiert ist, dass Sie nicht mehr sich als der Gestalter Ihres eigenen Lebens und dessen, was Sie da tun und lassen, erlebt haben? Und da habe ich gedacht, das sagen die Schule. Oder Beruf, oder biete ich denen auch alles an, sage, wo ist es denn passiert? Familie, Kindergarten, Schule und dann kommt eben Herkunftsfamilie bei 3/4. 3/4 derjenigen, die da eigentlich in ihrer Gestaltungsmöglichkeit gebrochen sind, haben dieses
zerbrechen oder haben die Unmöglichkeit, ihren Wunsch, etwas gestalten zu wollen, nach ihren Vorstellungen gestalten zu wollen, in der Kindheit aufgegeben. Heute, gegenwärtig. Die kommen schon, wenn man das jetzt so ganz hart formuliert, gebrochen in die Schule. Deshalb hat die Schule dann auch so ein leichtes Spiel mit denen. Die müssen die dort gar nicht noch abrichten, sodass die da zu allem Ja und Amen sagen, sondern die kommen schon mit dem Schulranzen und setzen sich hin und halten still und legen die Hände auf den Tisch und machen alles so, wie sie glauben, dass das notwendig ist, damit sie die Anerkennung des Lehrers finden. So wie sie vorher alles gemacht haben, um die Anerkennung und die Liebe, wie sie das dachten, ihre Eltern zu finden. Und das macht so ein bisschen deutlich, wo wir eigentlich, wie weit wir schon gekommen sind, habe ich vorher gesagt, aber wo wir auch noch stecken in den alten Mustern und dass die jetzt auch nicht so schnell vorbeigehen. Und dass wir da einfach nur uns gemeinsam auch mit solchen Gesprächen, auch mit unseren Bemühungen in jedem Bereich, wo jemand unterwegs ist, kann er ja dazu beitragen, dass sich solche alten Muster auflösen. Und dass wir eben mit unseren Bemühungen auch versuchen, in dieser anderen Welt anzukommen, in der wir tatsächlich das, was in uns an Talenten und Begabungen angelegt ist, auch wirklich entfalten können, anstatt brave Mitbürger zu werden, die alles machen, was ihnen da gesagt wird, um gut voranzukommen und die Anerkennung anderer dann auch zu finden, um Einfluss zu haben, vielleicht manchmal sogar Macht, um zu Reichtum und Besitztümern zu kommen. Und dann, ja, dann ahnt man, in was für ein unglückliches Fahrwasser man da hineingerät. Ja. Und wie leicht es geht. Also gut, aber jetzt sind wir schon weit weg von den chronischen Erkrankungen, fürchte ich. Ja, aber das macht, nein, wir sind überhaupt nicht weit weg, wir sind mittendrin, weil chronische Krankheiten bedeutet, der Körper spricht und das ist eine gute Sache. Und ich darf so viele Interviews führen mit chronischer Kranken und in so viele Geschichten hineinlauschen. Und was mir immer wieder auffällt, ist, dass diese Art der Kommunikation, wie unser Körper anfängt zu sprechen, immer sehr viel eben auch mit der Herkunftsfamilie, mit der Konditionierung zu tun hat. Weil gerade, dass sich etwas überhaupt chronifiziert, setzt voraus, dass man es ganz lange ignoriert. Weil wenn der Körper einmal sprechen würde und man würde auf ihn hören, weil man gehört, wenn man gelernt hat, ah, ich darf mir Raum geben und ich darf auf meine Symptome hören und ich kümmere mich und ich gehe in die Selbstfürsorge, dann wäre die Chronifizierung nie passiert. Aber sie ist da. Das heißt, was ist vorhergegangen? Aus meiner Geschichte ganz klar, dass ich diesen Raum nicht hatte. Ich habe nicht gelernt, mich um mich selbst zu kümmern. Es war einfach kein Raum da. Es waren Elternteile da, die zerbrochen waren und die meine Aufmerksamkeit gebraucht haben, die meine Liebe und meinen Schutz gebraucht haben. Also ich habe schon früh gelernt, dass ich mich um andere kümmern muss und früh konditioniert, dass ich mich selbst übergehe. Deswegen konnte bei mir jetzt in meinem Fall, ich hatte den Epstein-Barr-Virus dann und anstatt wie andere, die dann krank sind, dass sie sich halt 3, 4 Wochen, wenn auch, das kann ja länger gehen bei so einem Virus, hätte ich ja locker einfach mal sagen dürfen, ich mache jetzt halt 2 Monate mal nichts, ist halt so und dann erhole ich mich und danach geht mein Leben schon irgendwie weiter. Aber das gab es nicht in meiner Konditionierung oder in meiner Autobahn. Und somit hat sich das Ganze chronifiziert und bis mein Körper einfach nur noch geschrien hat. Ja. Ja, und jetzt wollen wir aber denen, die uns hier zuschauen, auch ein bisschen Hoffnung machen. Ja, natürlich. Das eine haben Sie jetzt schon genannt, wenn man vielleicht versucht, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen, ne, und auf seine körperlichen Signale zu achten und sich auch mal zu fragen, ob man seine lebendigen Bedürfnisse tatsächlich auch in der Welt, in der man lebt und mit den Menschen, mit denen man zusammen ist, stillen kann, dann kriegt man ja wieder Kontakt zu seinem Körper, kommt man wieder in Verbindung mit sich selbst. Und wenn man dann auch noch etwas tut, nämlich dass man das tut, was einem gut tut und das weglässt, was einem nicht gut tut, dann wird man ja auch wieder Gestalter.
Und dann merken sie, da kann man plötzlich mit so einem einfachen Vorgehen, kann man beide Grundbedürfnisse, die wir als Menschen haben, die seelischen Grundbedürfnisse, gleichzeitig stillen. Das ist so, als ob plötzlich Hunger und Durst gleichzeitig weggehen. Indem ich anfange, liebevoll mit mir selbst umzugehen, stelle ich wieder die Verbundenheit mit mir selbst her, verbinde mich dann mit diesen abgespalteten, eingewickelten, unterdrückten, gehemmten Anteilen, dann dürfen die endlich wieder aufwachen. Und gleichzeitig erlebe ich, dass ich doch am Ende die Macht habe, selber zu bestimmen, was ich tue und was ich lasse. Und dass ich nicht den Vorstellungen anderer ständig folgen muss. Da kann es sein, dass man dann natürlich seinem Beruf nachgeht und dann mal während der Zeit das so macht, aber dass man jede Gelegenheit benutzt, die es sich da ja immer wieder bietet, um aus dem Hamsterrad rauszugehen und sich was Gutes zu tun. Das kann jeder, das kann sogar einer, der im Gefängnis eingesperrt ist. Und das führt dann dazu, dass man wieder in seine eigene Kraft kommt und dass das da oben endlich wieder kohärent wird. Das ist ja keine Kohärenz, wenn ich ständig ein unterdrücktes Bedürfnis da oben am Pochen habe. Und dann wird man, und das ist fast wie eine Verwandlung, dann ist es so, dass man bis dahin immer geguckt hat, was die anderen wollen. Also man hat in einer gewissen Weise immer gar nicht bei sich selbst geschaut, sondern immer bei den anderen und wollte auch deren Anerkennung haben. In einer gewissen Weise kann man sagen, man hat die anderen gebraucht. Und wenn man dann anfängt, liebevoll mit sich selbst umzugehen, kommt man über das Stillen dieser beiden Grundbedürfnisse in eine Situation, wo man, jetzt kommt das schöne Wort, auf einmal kein Bedürftiger mehr ist. Vorher waren sie ja eine Bedürftige, die ständig irgendwie das, was sie eigentlich an Bedürfnissen hatte, nicht leben konnte. Also Bedürftige. Und dann ist man auf einmal kein Bedürftige, keine Bedürftige mehr. Und dann braucht man auch die anderen nicht mehr als Maßstab für das, was man zu tun und zu lassen hat. Dann kann man sich nett um die anderen kümmern, aber doch nicht so, dass ich selbst dabei draufgehe. Dann kann ich fürsorglich sein, ohne mich selbst aufzugeben. Das ist liebevoll. Und wenn ich, und das heißt dann plötzlich, ich bin nicht mehr jemand, der die anderen und deren Anerkennung braucht, sondern ich bin jemand, der den anderen etwas schenken kann. So, und da hat sich das Leben verwandelt. Da sind sie auf einer anderen Ebene angekommen und denn von dort aus macht das wieder alles Freude. Also als Schenkender, also als jemand durch die Welt zu gehen, der nicht immerzu von anderen was haben muss, sei es auch nur diese blöde Anerkennung, sondern als Schenkender durch die Welt zu gehen, der kein Problem damit hat, irgendjemand einfach mal anzulächeln, weil das auch ein Geschenk ist. Ne? Der verschenkt dann einfach was an andere und die meisten erleben das dann als sehr anziehend. Es gibt nicht so viele Leute, die so unterwegs sind. Die meisten sind natürlich Bedürftige. Und wenn die aber dann zu solchen mit sich selbst im Einklang lebenden und wieder bei sich selbst angekommenen Personen werden, weil sie liebevoll mit sich selbst umgehen, dann sind die auch liebevoller zu anderen. Also nicht nur zu sich selbst, sie sind auch liebevoller zu anderen. Und jetzt kommt es und geht bis in die Klimakatastrophe. Die sind auch liebevoller zu anderen Lebewesen und zur Natur. Die latschen nicht über eine wunderschöne Frühlingsblumenwiese, wie so ein Elefant, weil sie da also überhaupt nicht merken, was sie da alles platt treten. Sondern die gucken sich das an und staunen und freuen sich und verschenken sich dieser Frühlingswiese. Das ist ein völlig anderes Gefühl, mit dem ich dann diese Frühlingswiese erlebe. Und da ahnt man so ein bisschen, dass da noch sehr viel Platz ist. Wir haben ja so eine, ich habe ja eine Akademie mit aufgebaut, Akademie für Potenzialentfaltung. Wir machen dann immer solche Initiativen, die dann so aus der Akademie rauswirken. Und eine davon heißt Liebevoll jetzt. Die ist seit Januar dieses Jahres eigentlich erst eingeschaltet. Und als wir die eingeschaltet haben, also das ist eine Webseite, www.liebevoll.jetzt. Und als wir die freigeschaltet hatten, ist die uns in kurzer Zeit zusammengebrochen, weil so viele Leute auf dieser Webseite waren. Vielen Dank.
Das erzähle ich deshalb, weil das deutlich macht, erstens, wie viele Menschen ein Bedürfnis danach haben, sich das aber offenbar nicht erlauben und deshalb nach anderen suchen, mit denen sie sich gegenseitig so stärken können, dass sie es dann doch versuchen. So. Und das ist wahrscheinlich auch der Weg für Menschen, die mit solchen Problemen herumlaufen, dass die nach anderen suchen, wo sie sich gegenseitig einladen, ermutigen und inspirieren, ein kleines bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Das kann sein, dass da manche chronische Erkrankung sich plötzlich auch wieder auflöst. Ja, du hast ganz gut diese Community beschrieben, in der ich mich befinden darf. Und zwar alles Menschen, die sich ausstrecken nach dieser Selbstheilung. Und Selbstheilung bedeutet immer Selbstliebe. Man kommt da nicht drum herum. Und diese Blumenwiese, die Sie beschrieben haben, das ist genau das. Also wie viele Bilder kriege ich zugeschickt von irgendwelchen Sonnenaufgängen, Sonnenuntergängen und Detailaufnahmen von Blättern? Wie sich ja, diese Menschen freuen, die zurück ins Leben gekommen sind, wirklich zu leben und im Hier und Jetzt zu sein. Die Und da, gehen auch achtsamer mit sich selbst und mit der Welt um und die brauchen auch kein Achtsamkeitstraining mehr. Das machen die aus sich heraus, weil das genau. aus der Haltung heraus erwächst. Ja, schön. Schön. Da ist noch viel Luft und da glaube ich, das ist vielleicht auch die Zukunft, dass wir vielleicht uns alle ein bisschen gegenseitig helfen können, eine Gesellschaft aufzubauen, in der Menschen einander helfen. Bevor wir zum Schluss kommen, haben Sie noch eine ermutigende Erkenntnis für unsere Zuschauer, die Sie einfach mitnehmen können auf Ihren Prozess in Richtung Selbstliebe und Achtsamkeit? Ja, die ermutigendste Botschaft ist die eines Hirnforschers, und da bin ich auch wirklich glücklich, dass die Hirnforschung das in den letzten 20 Jahren so in so vielen Details und anhand so vieler Experimente dann auch gezeigt hat. Das menschliche Gehirn, meine Damen und Herren, ist immer veränderbar, bis ins hohe Alter. Jederzeit haben Sie die Möglichkeit, sich dann noch mal ein paar neue Verschaltungen da oben reinzubauen. Jederzeit haben Sie die Möglichkeit, Ihr Leben auch zu verändern. Aber das wird alles nur gehen, wenn Sie es auch wirklich wollen. Sie können andere Menschen nicht verändern, aber der Einzige, der sich verändern kann, sind Sie selbst. Und Sie werden sich nur dann verändern, wenn Sie es wirklich wollen. Also fragen Sie sich, was Sie wirklich wollen. Und dann reicht vielleicht die Kraft für so eine Veränderung. Und die würde dann über diesen Weg gehen, den wir hier besprochen haben. Fangen Sie einfach an, ein bisschen liebevoller mit sich selbst umzugehen. Da geschehen bisweilen die größten Wunder. Und ansonsten wünsche ich Ihnen alles Gute und dass Ihre Selbstheilungskräfte dazu so aktiviert werden, dass Sie auch wieder gesund werden. Der Arzt kann Sie nicht gesund machen. Gesund werden muss man immer selber. Aber es ist toll, dass es gute Ärzte gibt, die einem dabei helfen. In diesem Sinne, alles Gute. Ihnen auch vielen, vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, dass Sie hier waren für den Input. Und ja, alles Gute Ihnen und Ihrer Familie und für Ihre Arbeit und diese tolle Akademie, die Sie ins Leben gerufen haben. Alles Gute. Ciao, tschüss. So schön, dass ihr dabei wart. Vielen Dank. Ja, die Frage, in diese Selbstliebe zu kommen und mal einfach Pause zu drücken und zu sagen, hey, was ist eigentlich wichtig? Das ist eigentlich hier mein Leben, was mir geschenkt wurde. Für mich hat es viel zu lange gedauert, bis ich diese Erkenntnis hatte. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass es für unsere kommenden Generationen einfach viel schneller geht. Und ich glaube, das liegt auch ein bisschen an uns, wie wir kommunizieren, wie wir die Botschaft der Selbstliebe weitertragen. Denn wenn wir anfangen, sie für uns zu leben, dann verändern wir unser Leben. Und das hat immer einen Einfluss auf andere Leben. Ja, ich wünsche dir, dass du Dinge entdeckst, die du schon als kleines Kind wusstest, Dinge, die dich glücklich gemacht haben, Zustände, wo du dich richtig gefühlt hast, als dich selbst und wo du dich frei gefühlt hast.
Und ich wünsche dir, dass diese Dinge dir begegnen in den nächsten Wochen und Monaten, dass du neu aufblühen darfst in diesem Ich-Sein, in diesem liebevollen Ich-Sein. Ich wünsche dir alles Gute. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss.